Ausklangreihe darstellt. Das Motto des heutigen Abends ist der Psalm 91. Wer unter Schutz des Höchsten steht. Hören Sie zu Beginn den Choral Wer unter Schutz des Höchsten steht, gespielt mit Flügelhorn und Klavier von Dirk Löffler. Erst unsere Kantorin, Frau Menz, Iris Wirth,
Michael Kurz und dann haben wir und dann natürlich die Präsidentin die Anna Thomas. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der wohnt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu Herrn, du meinen Zuflucht und meinen Trost, mein Gott, auf den ich vertraue, denn er rettet dich aus der Schwinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist sein Traum. So wird es dich nicht treffen. Mit deinen Augen wirst du es schauen, wirst sehen, wie dein Frevel vergolten wird. Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht. Er weiß, dass Gott es sagte.
Dir begegnet kein Unheil. Deinem Zelt naht keine Plage, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf junge Löwen und Drachen, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm. Ich reiße ihn heraus, bring ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben. Mein Heil lasse ich ihn schauen. Er beschirmt dich mit seinem Frieden. Er ist
Die Verse dieses Psalms haben eines gemeinsam. Sie schildern die Schutzerfahrung in unterschiedlicher Hinsicht. Einige Begriffe sind bildhaft symbolisch, lassen sich aber auch auf konkrete Erfahrungen beziehen. Die Schlinge des Jägers, daher fliegende Pfeile, ja sogar der Krieg. So wird die Gefahr auf die Todesangst hingesteigert. Etwas allgemeiner ist alles Verderben und die Schrecken der Nacht, Pest und Seuche. Sie lenken ab von der Bedrohung durch andere, als Frevler oder Feinde bezeichnet, hin zur Krankheit, die das Leben quasi von innen gefährdet. Die Hauptaussage des inneren Dialogs ist, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das Gebet spricht in die Situation von Furcht und Angst hinein
und nennt einige Angsterfahrungen stellvertretend bei Namen. Angst muss aus dem Schatten heraus. Sie sollte beim Namen genannt werden, dann verliert sie ihre Schrecken. Der Schrecken der Nacht verliert sie bei Tage und stellt sich auch als Täuschung heraus. Die Schilderung der Bedrohungssituation wechselt ab mit Bildern des Bewahrens und Pöbelns. Das Bild eines großen Vogels, der seine Jungen mit seinen Flügeln beschützt und bedeckt. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. So wird es auch in einem Abendlied aufgenommen. Breit aus die Flügel beide, o Jesus, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen, dies Kind soll unverletzt sein. Hören Sie nun dieses Lied von Paul Gerhard aus dem Jahr 1647. Breit aus die Flügel beide. Eine weitere Aussage, dass Gott selbst, der Höchste, Zuflucht und Schutz erweist. Es ist also kein indirekter Schutz, sondern ein direkter. Damit wird der erste Vers aufgegriffen, im Schutz des Höchsten. Die Schutzerfahrung ist die Bewahrung durch Gott, die Zusage seiner Gegenwart, die jede Angst vermindert.
Die weiteren Schilderungen sind allenfalls eine Verstärkung oder Verdeutlichung. Das gilt auch für die Engel. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein anstoßest. Der Psalmenbeter weiß, nichts in dieser Welt geschieht an Gottes Willen vorbei. Egal, was heute auf sie zukommen wird, Gott ist da. Sie brauchen keine Angst zu haben. Gott wird ihnen die Hilfe schicken, die sie brauchen, und wenn es ein Engel ist. Welche Rolle spielen die Engel, wenn wir an Gottes Gegenwart glauben? Engel sind Boten. Sie können in Gestalt von ganz normalen Menschen auftreten oder auch unsichtbar in dieser Welt sein. Martin Luther hat die Engel so beschrieben: Engel sind dienstbare Geister Gottes. Bitte beten Sie nicht zu den Engeln. Engel haben keinen eigenen Willen. Gehen Sie doch direkt zum Chef, wenn Sie ein Anliegen haben. Wenden Sie sich an den dreieinigen Gott, der mir im Vater, im Sohn und dem Heiligen Geist begegnet. Martin Luther hat ein anderes gutes Wort gesagt, als er über die Engel gesprochen hat. Für bitten heißt, jemandem einen Engel senden. Vielleicht möchten Sie ja gerade jetzt für jemanden beten, der voller Angst ist und Gott nichts mehr zutraut. Gott wird handeln und vielleicht einen Engel losschicken. Hören Sie nun das Lied: Gott hat mir längst einen Engel gesandt, aus dem Musical Daniel von Thomas Gabriel.
von der Burg die Rede, die ja von starken Mauern umgeben ist, sodass die Angriffe abgewehrt werden. So dürfen wir uns als Christen also geborgen wissen, wenn wir uns Jesus als unserem Herrn und Heiland anvertrauen. Wir dürfen unsere Angst überwinden mit der Zuversicht und Hoffnung, die uns der Glaube schenkt. Wir dürfen uns geborgen wissen und sicher fühlen in den Schutzräumen, die uns Gott gewährt. All dies ist für uns tröstlich und auch beruhigend. Doch Vers 7 und 8 werfen Fragen auf. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Gott bewahrt mich, aber viele andere nicht. Ist das gerecht? Er bestraft die anderen, die Frevler, die ihn missachten, aber nicht mich. Ist das so? Wie stehen wir zu solchen Sätzen? Zunächst können wir ganz sachlich feststellen, so ist es. Uns geht es viel besser als vielen anderen Menschen in der Welt. Viele der Weltprobleme treffen uns nicht, sondern andere. Wir erleben in ganz verschiedenen Bereichen und immer wieder neu, dass viele andere Menschen in der Welt mit großen Problemen und Leid zu kämpfen haben. Und wir sind davor verschont. In vielen Regionen der Welt wüten bis heute schreckliche Kriege mit Tausenden von Toten, Schwerverletzten, zerstörte Städte und Wohnungen, Vertreibung und Flucht. Bei uns herrscht dagegen schon seit über 75 Jahren Friede, Demokratie, Wohlstand. Wir müssen uns keinerlei Sorgen um unser Einkommen machen oder die Versorgung mit Lebensmitteln. Wir haben alle Zugang zum besten Gesundheitssystem der Welt. Für Milliarden von Menschen ist das nur ein Wunsch, der kaum erfüllt werden kann. Was dabei allerdings nicht logisch ist und mit dem Psalmwort nur schwer zu erklären ist: die anderen Menschen in der Welt, denen es viel schlechter geht als uns, das sind ja nicht die Frevler, die Gottlosen, im Gegenteil, deren Glaube ist oft noch viel ehrlicher und besser als der unsere. Die Fragen bleiben also. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu danken, dass Gott mich und uns verschont vor diesen Bedrohungen der Menschheit. Stellen wir unsere Dankbarkeit täglich neu unter Beweis. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Hören wir jetzt das Lied Give Thanks.
Wer unter Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Er breitet seine Flügel über dich, ganz nah bei ihm bist du geborgen. Wo fühlst du dich so richtig wohl? Eingekuschelt in eine warme Decke, auf Mamas Schoß, in einem geheimen Versteck, in einer Hängematte? Es ist schön, einen Ort zu haben, wo wir uns sicher und geborgen fühlen. Wir können aber nicht immer nur an einem Ort bleiben. In Psalm 91 lesen wir, dass wir immer unter Gottes Schutz sein können. Wir können unser Leben ihm anvertrauen, ihn bitten, unser Vater zu sein. Wenn wir unter seinem Schutz stehen, ist es ein sicherer Ort überall. Gott ist mit uns als Vater, was auch immer uns passiert. Wir sind nicht allein. Hören Sie nun vom Flügelhorn und Klavier gespielt, ich bete an die Macht der Liebe. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört.
gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor Gefahren. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Du darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Hören Sie jetzt das Lied. Gott mag segnen.
zu Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. Vergib allen kleinen Glauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir dieses Haus, ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. Gott, dein heiliger Name, sei gelobt. Hören wir zum Schluss noch den irischen Segen, den Abendsegen. Thank you.
Bild gemacht. Ich fand es nicht so klar, dass wir die Bande machen. Nochmal zusammen runter. Was ein wunderschöner letzter Ausgang. Mein Gott, es war in dieser Kirche, es war einfach wunderbar. Liebe Gudrun, ganz, ganz herzlichen Dank. Lieber Wolfram, ganz herzlichen Dank. Lieber Dirk, ganz herzlichen Dank. Aber es war nicht nur ein wunderschöner Abend, sondern wir haben auch Künstler erlebt in der Schola. Es war einfach, also für mich war es einer der schönsten Abende und es war der Schlussabend. Und eine gute Freundin von mir, die hat, als sie dieses Konzert angekündigt hat, die hat darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, das ist eigentlich wie der große Zapfenstreich. Das heißt, am Schluss, da kommt das Schönste. Und wer dann dieses Ich bete an, die Macht der Liebe gehört hat, was der König Friedrich III. Von Preußen seinem Freund, dem Zaren, einfach dazu gemacht hat, da geht es so um alten Militär wie mir, da geht es also mir eiskalt den Buckel runter. Und Sie können das nehmen, wie Sie wollen, es war einfach schön. Und jetzt bitte ich um Sie, um einen Gefallen. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen ganz, ganz herzlich bedanken. Und die schon öfters mal bei mir waren, die wissen, wie das geht. Ich rufe einen Namen auf und dann gibt es einen kurzen, das war's. Und dann kriegt jeder den gleichen Beifall. Alle haben wunderschön musiziert. Und da danke ich Ihnen, wenn Sie da mitmachen. Ich sage nur eins, nehmen Sie nachher den Weg nach Hause richtig noch mit dieser Musik. Dann werden Sie gut schlafen, da bin ich ganz sicher. Den Abendsegen wird normalerweise der Chef der Kirche hier machen. Und der Pater Alex, so wie er ist, bescheiden und alles, hat gesagt, der Wolfram, der hat die wunderbaren Psalme gesagt, der hat das Abendgebet gesagt, nein, ich höre heute mal zu. Ich bin der Pater Alex als Zuhörer. Ich danke dir trotzdem, dass wir die Kirche benutzen dürfen. Liebe Grüße an den Pater Joschi. Das möchte ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Und Sie bitte ich herzlich, dass Sie nachher langsam mit den Abständen, bitte, das ist der letzte Abend, wir haben es durchgezogen über die ganzen 14 Abende und nie ist was passiert. Also schön langsam und mit Abstand rausgehen. Da bitte ich Sie herzlich. Und wenn wir jetzt noch am Schluss, gibt es da noch den Generalbeifall. Da können Sie so lang klatschen, wie Sie wollen. Aber jetzt geht es schön der Reihe nach. Meine kleine Enkelin, die Lucia, die wird sich jetzt beeilen müssen. Ich habe gedacht, an diesem Abend, da gibt es eigentlich nur eins. Eine schöne, große, weiße Rose. Und die beginnen wir jetzt mal einfach. Meine liebe Gudrun Habig-Kühn. Aber ganz schnell, Lucia. Zack, zack, zack. So. Dann kommt natürlich der Wolfram, der also wunderbar hier vorgelesen hat. Wolfram. Dann kommt natürlich das Flügelhorn, möchte ich schon sagen, der Dirk Löffler, der das so wunderbar begleitet hat. So, und jetzt kommt die Schola. Also, ich habe es alphabetisch gemacht. Ich möchte niemand hier zu kurz und zu knapp machen. Aber auch, da waren wunderbare Bewegungen dabei. Wir haben das alles gesehen. Also, ich fange einfach mal an. Irmtod Menz. Dann kommt die Charlotte Münch. Gebt euch zu erkennen, ja? Macht so einen kleinen Nicker, dann wissen wir das, ja? Dann kommt die Iris Münch. Dann kommt die Anna Thomas. Jetzt kommen die Herren. Meine Herren, ein Salopardiner.
Dieter Kurz, Albrecht Noll, Michael Schiebel. Sind wir durch? Und jetzt bitte Beifall.
Meine Damen und Herren, ich möchte mich auch bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie unsere Gäste waren. Ich bedanke mich natürlich bei meinen Security-Leuten an der Tür. Ich bedanke mich bei meinem Team, das hier im Livestream viele draußen erfreut hat mit diesem wunderschönen Konzert. Lieber Mike und die Antoinette, ich danke euch herzlich. Ja, und last but not least danke ich der Christina Lechner, bei der alles zusammenläuft. Und wir haben ein fantastisches Team. Ihnen wünsche ich nur eins. Gehen Sie vorsichtig. Diese Klosterstraße, die hat mittelalterliches Charakter. Gehen Sie vorsichtig nach unten und denken Sie an diesen wunderschönen Abend. Wir machen, das wissen Sie ja, ab Oktober machen wir unsere Karmelabende. Im Kapitelsaal sind Sie herzlich eingeladen. Bleiben Sie bei uns und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.